Einen wunderschönen Tag. Wir wollen heute etwas über den Editor VI oder Vim erfahren. Gell? Der Editor VI war eine erste Version oder ein früher Editor, der es erlaubt hat, mit der gesamten Konsole zu arbeiten, gell? Also mit einem ganzen Fenster. Und das war eigentlich damals ein ganz, ganz großer Fortschritt, denn bis dahin hat man Editoren gehabt, die haben jeweils eine einzelne Zeile editieren können. Gell? Also das waren Zeileneditoren. Dann hat man gesagt, bitte gib mir die Zeile Nummer 13 oder Nummer 15 oder Zeile Nummer 27 und dann hat man in dieser Zeile etwas editieren können. Das waren die Zeileneditoren. Gell? Und das ist etwas, das man sich heute eigentlich nicht mehr so vorstellen kann, aber das war halt mal so. Und dann hat man in der Konsole, gell, also nicht GUI, in der Konsole Editoren entwickelt, die es erlaubt haben, einen ganzen Ausschnitt aus der Datei zu sehen und darin zu editieren. Gell. Also das, ja, das war also dieser VI-Editor, also das war einer davon, gell? Und zu der Zeit, gell, das war so eben in der frühen Zeit dann der Unix-Geschichte mit der 70er Jahre, dort ist der VI entstanden, gell? Und naja, gell, so hat er rausgeschaut und so schaut er eigentlich immer noch aus, gell, so oder ähnlich, aber zu dieser Zeit, gell, ist auch der Emacs entstanden, gell? Und der Emacs, das war dann vom Richard Stallman, gell, das war dann auch einer mit solchen Eigenschaften, gell, und dort hat es dann einen Krieg gegeben, gell, den Editor-Krieg, gell, und der wurde dann ausgetragen, gell, und naja, weil dort hat der Richard Stallman dann auch seine, ja, seine Emacs-Kirche dann gegründet, gell, und ist dann eben auch heilig gesprochen worden, gell, ja. Auf jeden Fall, naja, die VI-Gemeinde, gell, die hat dann eben den VI-Kult dann eingeführt, gell, und ja, das ja, waren so sympathische Gegebenheiten rund um die Editoren, gell. Ja, auf jeden Fall, warum benutzen wir überhaupt noch solche Editoren, die in der Konsole arbeiten, gell, heute gibt es ja auch Editoren, die eine, ja, eine Oberfläche haben, eine GUI, gell, die mit einer Maus zu bedienen sind, gell, und das ist zwar eine feine Sache, gell, aber in dem Moment, in dem wir nicht mehr vor dem PC sitzen, auf dem wir dann die Datei editieren und die Datei irgendwo in der großen, weiten Welt draußen ist und wir müssen diese Datei entfernt editieren, dann ist Schluss mit lustig mit diesen GUI-Geschichten, gell? Und dort ist eben fein, wenn man Editoren besitzt, die in der Konsole arbeiten können, weil dann können wir mit wenig Bandbreite entfernt Dateien öffnen, Textdateien öffnen, editieren, Textdateien erstellen, gell? Wir können auch entfernt programmieren, gell? Also das reicht dann aus, wenn wir einen entfernten Zugriff machen können und dann können wir in der Konsole arbeiten, gell? Und ja, warum jetzt der VI? Der VI ist sicher der, der sich über die Jahrzehnte hinweg ja, am besten gehalten hat und in Unix-Systemen, gell, oder Unix-ähnlichen Systemen überall verfügbar ist. Gell. Und wenn wir heute ein, ja, irgendein Linux haben und öffnen, dann ist ein VI auf jeden Fall dabei installiert, gell, und es ist auf jeden Fall auch ein Vim, die jüngere Version davon, verfügbar. Gell. Und ja, was haben wir hier? Hier haben wir ein paar Links drinnen, gell, also einmal die Homepage dieses VI. Gell, mit aller möglichen ja, Informationen und man sieht also, da gibt es dann auch ein, ja, einen Download-Bereich mit vielen verschiedenen unterstützten Betriebssystemen und so, gell. Und ja, ein Kuriosum, gell, also den VI-Editor, den gibt es auch für ja, für iOS-Geräte oder für Android-Geräte, gell? Also wer mal einen Editor braucht, gell? Und er muss auf seinem Handy etwas editieren, gell? Und er weiß, wie man mit dem VI umgeht, gell? Das geht mit dem VI, gell? Also dort kann man den dann installieren und dann kann man dort Dateien editieren, gell? Also
wenn man weiß, wie es geht, gell, wer also den VI kennt oder den Emax kennt, gell, aber vor allem der VI ist der, der auf allen Systemen vertreten ist, gell, wer den kennt, der ist im Leben manchmal klar im Vorteil, gell. Okay, ja, also, es gibt zu diesen Editoren auch Varianten mit einer GUI, gell. Es gibt zum Beispiel den GWIM, gell, oder es gibt zum Beispiel den XEmax, gell. Das sind also Varianten von ja, WIM oder Emacs mit einer grafischen Oberfläche, wo man also dann mit der Maus dran arbeiten kann, gell, und ja, ein Zugeständnis an die Neuzeit, wenn wir so wollen, gell. Wie funktioniert der VI? Der VI wurde entwickelt, um mit der Tastatur arbeiten zu können, und zwar mit einer Tastatur ohne ja, Erweiterungen, gell? Ohne Ziffernblock und ohne Cursor und so weiter, gell? Also mit einer sehr eingeschränkter Tastatur kann man also arbeiten, und das war früher sehr wichtig, weil es verschiedene Terminals gegeben hat mit verschiedenen Tastaturen, und so musste man sich irgendwo so auf, ja, auf diese Teilmenge dann einigen, und die Teilmenge war irgendwo, ja, also die irgendwo alle Buchstaben, alle Ziffern, gell? Eine Escape-Taste, ein, ja, ein Lösche-Rückwärts-Taste, gell? Aber man konnte nicht davon ausgehen, dass man auf allen Terminals Cursor-Tasten hatte oder einen Ziffernblock und. Also hat man einen VI entwickelt, der also mit einem Minimum an Tasten arbeiten kann. Und dann hat man das so gelöst, dass man gesagt hat, naja, es gibt verschiedene Arbeitsmodi. Gell? Und zwar, wenn man einsteigt, wenn man den Aufruf macht, den Aufruf sollte man immer mit ja, WIM oder VI und dann den Dateinamen machen. Gell? Dann gelangt man in den Befehlsmodus oder in den Command Mode. Gell? Und im Befehlsmodus oder Command Mode gibt man keine Daten ein, sondern alles, was man auf der Tastatur macht, sind Befehle, gell? Sind also Commands, die man absetzt, gell? Und dann wird der Editor etwas machen. Gell? Also nicht Eingabe von Daten im Dokument, sondern die Bedienung des Editors. Gell? Wenn wir dann etwas eingeben wollen, dann müssen wir in den Insert-Mode oder Einfüge-Modus. Gell? Wie kommen wir dorthin? Also mit einem kleinen i für Insert, dann fügen wir an der aktuellen Cursor-Position ein, mit einem a hinter der aktuellen Cursor-Position, also Insert oder Append, gell? Oder groß i füge zum Zeilenanfang ein oder groß a füge am Zeilenende ein. Gell? Also das sind so die vier, die ich am häufigsten verwende, um also vom Command-Mode in den Insert-Mode zu gelangen. Gell? Will ich wieder zurück, dann drücke ich auf die Escape-Taste und dann bin ich wieder im Command-Mode und kann dann nicht irgendwelche Texte eingeben, sondern wieder Befehle absetzen. Gell? Was kann ich im Einfügemodus oder im Insert-Mode machen? Wenn ich dort schreibe, dann sind es nicht Befehle, sondern dann ist es Inhalt. Gell? Und es wird immer dort eingefügt, wo mein Cursor steht. Und ja, streng genommen im VI funktioniert dort nur die Lösche-Rückwärts-Taste. Gell? Kein Entfernen, kein Cursor, nichts. Gell? Also dann müsste ich immer zurück in den Befehlsmodus und die entsprechenden Befehle absetzen. Gell? Heute kennt der WIM, gell, nicht der VI, der WIM hingegen ja doch die eine Unterstützung für die Cursor-Taste, für Entfernen oder Cancel, gell, und für Lösche rückwärts und so weiter. Gell. Also die erweiterten Tastaturen kennt der WIM und das ist doch sehr angenehm. Gell. Aber wer das mal probieren will, der kann ja statt dem WIM ein VI aufrufen und da wird er sehen, da sind dann einige Dinge, die man gewohnt ist, die dann nicht mehr funktionieren. Gell? So, und als dritten Modus gibt es diesen X-Mode, gell, oder Befehlszeilen-Modus, nicht Befehlsmodus, sondern Befehlszeilen-Modus. Und wie komme ich dorthin? Wenn ich im Befehlsmodus bin und einen Doppelpunkt drücke, dann hüpft der Cursor in die letzte Zeile und in der letzten Zeile kann ich dann etwas schreiben und das ist eine Befehlszeile. Und ja, immer dann, wenn Befehle zum Beispiel ein Argument brauchen, dann sind sie in der Befehlszeile implementiert, gell? Oder auch Dinge wie zum Beispiel das Verlassen oder das Speichern, gell? Und wenn ich Escape Doppelpunkt W Enter mache, dann werde es schreibe.
Ich speichere, ich bleibe aber im Editor. Gell? Wenn ich escape.wq mache, dann speichere ich und verlasse den Editor right and quit. Escape.q und Rufezeichen, das wäre dann ein Quit ohne zu speichern. Gell? Also unbedingt das Quit. Ja, und so gibt es ganz, ganz viele verschiedene Befehle dann, sowohl im Command Mode als auch im Befehlszeilenmodus, aber ja, doch mit relativ wenigen kann man starten und dann eben editieren. Gell? Und ja, mein Tipp, gell, meine Empfehlung, eignet euch das ein bisschen an, gell? Arbeitet mit diesem Editor. Gell? Also wer mit einem, ja, mit diesem Editor arbeiten kann, der ist klar im Vorteil bei der Arbeit. Gell? Es gibt zu diesem Editor dicke Bücher. Gell? Es gibt Autoren, die haben wirklich Bücher geschrieben, sowohl zum Emacs als auch zum VI und zum Vim. Gell? Aber zum Starten gibt es auch doch so recht viele Übersichten. Gell? Und wenn man das mal, wenn man eines mal aufmacht, dann hat man eine solche Übersicht. Gell? Und dort sind dann ja, so Befehle drinnen, die uns dann helfen, Aufgaben irgendwo zu lösen. Gell? Und die reichen dann oft aus, um viele Dinge zu bewerkstelligen, die wir im Alltag brauchen. Gell? Ja, dann wollten wir das mal kurz ausprobieren. Gell? Also, hier haben wir ja dieses Bildchen hier drinnen und dann wollten wir mal was schreiben. Gell? So, machen wir Vim, bla 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 .dxt. Gell? Und ja, jetzt bin ich eingestiegen. Wo bin ich? Ich bin im Befehlsmodus. Gell? Also, ich habe den Aufruf gemacht, wie im Dateiname, bin im Befehlsmodus. Und wenn ich jetzt eine Tasten drücke, dann sind das Befehle. Gell? Will ich eine Eingabe machen, dann muss ich mit Insert, Append oder Groß I, Klein oder Groß I, Groß A mit irgendetwas in den Insert-Mode wechseln. Ich mache mal ein I. So, jetzt bin ich im Insert-Mode und der sagt mir, ah, du bist im Einfüge-Modus, gell, passt, gell, und jetzt kann ich schreiben, gell, also Text, gell, mehr Text und so weiter, gell, also nicht Test, sondern Text, gell, heute kein Text, gell, okay. Und ja, wenn ich jetzt da zum Beispiel, kann ich rausgehen und ich kann jetzt Escape habe ich gemacht, Doppelpunkt, jetzt bin ich im Befehlszeilenmodus oder X-Mode, ich kann einen B für Write absetzen, ich bestätige das mit Enter, gell? Und dann, gell, ganz wichtig, genau, die Befehle im Command-Mode, die drücke ich nur und dann werden sie ausgeführt, die Befehle im X-Mode, die muss ich mit einem Enter bestätigen, gell? Also, jetzt habe ich das gemacht, Escape, Doppelpunkt, Write, Enter und dann sagt er mir, aha, geschrieben. Er hat es also gespeichert, gell? So, und jo, jetzt könnte ich da wieder Insert machen, I, gell? Und dann, ich kann jetzt auch mit den Cursor-Tasten hier navigieren, gell? Weil das der Vim ist. Wäre es der VI, dann hätte ich vielleicht keine Cursor-Tasten, gell? Bei einem klassischen VI. Und zum Navigieren müsste ich die Tasten H links, gell? L rechts, gell? J nach unten, K nach oben. Gell? Also jemand kennt das ja zum Beispiel von bestimmten Spielen, dass die Tastatur dann belegt wird mit irgendwelchen ja, Navigationskommandos, gell, und das da hat es dann auch vor 45 Jahren beim VI schon gegeben, gell. Ja, also, das, jetzt wollen wir speichern und verlassen, escape Doppelpunkt, write and quit, und wir sind da, wenn wir schauen, gell, also, aha, die Datei blabla.txt, 16 Byte ist sie groß, gell, und ja, wir haben sie mit dem VI gerade erstellt. Ja, gute Arbeit damit.